Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Moonlighter. Ja, yeah. Wir sind Tech-Tanschen, Tech-Tech, und brauchen Notiz von gewissen Hoppala, Viechern. Zack, zack, zack. Der droppt einmal nix. Der nix Bock haben zu droppen. Zack. Obwohl, die Tiere, die Viecher leben eh. Sache, ich habe schon Angst, dass ich einen Bug habe. Irgendwas ist da gerade komisch. Na wurscht. So. Und zack, zack. Der erste schon mal besiegt. Zack, zack, zack. Alter, alter, alter. So sollte das mal nicht sein. So, zack, zack. Passt. Jetzt sind die beiden Hampelmänner dran. Zack, zack, zack. Sehr gut. Wenigstens die droppen was. Und was haben wir hier drinnen für Schätze? Wolframspüle und Küpferrille. Ja. Yeah. Und tschüss. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, und hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, das mit den Notizen, ja, könnte, ja, halt, weh. Ah! Aha, da war was zum Heimschicken, das ist super. Fürs Beta. Bitte geben mir die Zahlen, Dankeschön. So, und hier, ich darf nur nicht übersehen, zack, dass wir, ja, ein Bögelchen, dass wir nicht den Dungeon wechseln dürfen, also die Dungeon, die Ebene, so. Wieso rede ich so einen Quatsch? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich mir heute Urlaub genommen habe, weil wir möchten heute einen Ausflug machen, auf das wir schon ein ganzes Jahr lang warten tun. Und ich meine, ich kann da jetzt höchstwahrscheinlich kein Video davon drehen, aber vielleicht kann ich mal so, ich meine, ich möchte gerne ein paar Fotos machen von dem, wo wir heute hinfahren. Ich mache mal eine Überraschung draus. Hey. Vielleicht kann ich da so ein Bilder-Special machen. Das ist mal was anderes, als das Ganze extra auf Instagram zu machen, wofür ich einen Account bräuchte und so, und den ich eh von vornherein nicht pflege, weil ich jetzt so Fotos mache. Vielleicht, vielleicht, mal schauen. Da, 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 da. Zack. Ja, das war für den Hugo. So. Zack, zack. Mal schauen, wie wir dazukommen. Wie gesagt. La, la, la. Ein Ausflug steht heute an am Nachmittag. Und den Vormittag nutze ich gerade hier, um ein paar Aufnahmen zu machen. Ups. Irgendwie brauchen die langsam kaputt werden. Die sind geizig mit Blut, habe ich das Gefühl. Die wollen denn nicht so ohne weiteres hergeben. Verstehe ich. So. Ist hier unten auch was? Niemals. Ups, jetzt war ich. Das hat es jetzt gerade nicht gesehen. Da war nichts. Da, da, da. Ich habe hier schon wieder ein neues Survival-Spiel entdeckt, ne? Was mich irrsinnig interessiert. Kostet auch nur 20er. Ist ebenfalls eine Early Access, gleich wie Green Hell. Ist noch, glaube ich. Ja, die 3 Monate ist, glaube ich, nicht um. Sonst vertue ich mich gerade, Entschuldigung, falls ich mich vertan habe. Ja, auf jeden Fall, mir wird schon was interessieren. Ich bin schon überlegen, ob ich es antesten soll. Es schaut echt interessant aus, es ist eine total coole Idee, die mir sehr gefällt. Ich weiß jetzt schon, dass ich es komplett falsch aussprechen werde, weil ich und Englisch, ja, das sind, ja, 2 Universen. Ja. Und ich würde es wirklich gern spielen, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir halt Green Hell. Das möchte ich auch noch gerne weiterspielen. Zumindest möchte ich dann vielleicht. Wir können die Ebene wechseln, sehe ich gerade, ne? Wir fahren, waren wir jetzt überall? Waren wir jetzt überall? Waren wir so? War das so super gerade? Na, war man jetzt. Halt, da oben ist noch was. Da hat die Zoki einen Raum übersehen. Oh, Schande über mich.
Nein, Asche über mein Haupt, zuerst das Schande über mich, sagt man so. Nicht ganz, glaube ich. So. So. Ich krieg einen Schlag ab. Ich krieg einen Schlag ab. So eine Scheiße. Da oben haben wir auch noch ein Räumchen. Ah, das ist der Raum. Gibt's hier was Interessantes noch für uns? Helden und Händler. Die einen cool, die anderen nicht so cool. Eigentlich nur zwei Seiten derselben Medaille. Schätze, es ist unmöglich, beide Seiten gleichzeitig zu sehen. Es sei denn, man hat einen Spiegel zur Hand oder zwei Medaillen. Vielleicht bemerken sie eines Tages, dass sie sich sehr ähneln. An diesem Tag werden die Dungeons hoffentlich ihre Geheimnisse offenbaren. Ah ja. Ups, langsam. Langsam. Diese Pfützen sind nichts für mich, ehrlich nicht. Ich werde viel zu sehr verleitet, in die hineinzustapfen, wirklich. Aber no problemo. Null problemo, so. Wir werden schnell uns genesen. Ein bisschen zumindest. Ah. La 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 la. Und zack, fertig gebadet. So, dann würde ich sagen, wir machen einen Etagenwechsel. Yay! Mhm. Und werden uns diese Abteilung hier mal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, wir haben noch Platz. Ey, cool. Moment, wo kommt der jetzt her? Wann haben wir denn einen Höllenspeer bekommen? Den will ich behalten. Genauso auch den Bogen. Ich tue das mal hier jetzt aber da ruf. Weil ich habe wirklich... Ich habe wirklich Sorge, dass ich sowas Wertvolles verlieren kann, wenn ich verrecke. Und das will ich ja nicht. Was machst du da, Zuki? Ich weiß es ja selber nicht. Ich weiß es nicht. So. Beim Inventar verkacken, wie immer. So. La da 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 da. La da 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 da. Zack. Schau, noch mehr coole Sachen. Was ist denn jetzt los? Es droppen nur mehr Waffen, oder wie? Voll cool. Es ist halt echt ein Schaß, wenn man Luxusprobleme hat, ne? Ich würde sagen, den Luxus gönne ich mir, den hau ich weg. So. Komm nachher, Waffen. Was haben wir da Geiles? Kommandantenkurzschwert. Mega cool. Was ist denn jetzt los? Es droppen lauter coole Waffen. Wir sind sowieso voll wie ein Christbaum, sehe ich auch gerade. Das ist nicht so super. Ich würde sagen, wir gehen nochmal da runter und nehmen das große Portal nach draußen und bringen unsere Schätze mal in Sicherheit. Mir ist gerade eingefallen, ich habe die Kiste vergessen. Ich habe gerade einen Vollblödsinn gemacht. In der vorigen Etage habe ich die Kiste vergessen, wo wir hätten können unsere Sachen wegbringen. Ja, die habe ich komplett vergessen. Alter, das ist wieder typisch ich. Typisch. Voll typisch. Echt, echt hart. Richtig hart. So. Wir schmeißen mal unser ganzes Klumpert hier rein. So. Was halt noch Platz irgendwie hat. Der Rest kommt dann eh schon hier rein. Dann müssen wir mal looken. Dem Schmied einmal einen Besuch abstatten. Zwecks dem Speer und so weiter. Servus, Chef. Hast du was für uns? Ja, wir können beinhart das hier machen. 512.000 kostet uns der Spaß. Alter, da muss uns die Waffe hier, Königskurzschwert, da muss uns die Waffe hier mindestens 600.000 einbringen.
ich würde es wirklich gerne mal probieren. Da haben wir dieses Höllenspeer. Das war da, glaube ich, ne? Ich möchte dann den hier draus machen. Das haben wir im letzten, war das letzter Part? Ich glaube, letzter Part habe ich den ja so bewundert. Wie hübsch der ausschaut. Können wir dann schon bauen, wenn es passt. Null Problemo. Kriegen wir alles hin. Freut mich. Und haben wir da jetzt noch einen Bogen, glaube ich, bekommen, ne? War das der oder war das der Vulkanschmiede? Also Vulkanschmiede, genau, Vulkanschmiede. Katapultbogen, aha. Das war es jetzt nicht. Was haben wir hier für einen? Trainingsbogen, die erste Stufe, okay. Ist wurscht, ist nicht schlimm. Falls wir die Waffe jetzt für mindestens 600.000 nicht her, also nicht weggeben können, Tränke, Verzauberungen, eigentlich ist die viel mehr wert. Ich werde sie mit einer Million probieren. Ich werde es echt mal mit einer Million probieren. Weil, wenn man jetzt die Waffe von null weg produzieren müsste, muss man jedes Mal fürs Herstellen was zahlen. Na? Das müssen wir ja auch mit einkalkulieren eigentlich. Badam, badam. Boah, von dem können wir herstellen. Das passt mir sehr gut. Zum Verkaufen. Das wird mir wirklich sehr gut passen. Da geht noch mehr? Okay, nehmen wir alles mit. Passt. Sehr gut. Für unsere Kunden, ne? Die Großen können wir auch mal probieren. Passt. Da haben die Helden jetzt echt mal... Halt. Ja. Verzauberung, glaube ich, ne? Das war sie jetzt nicht. Aber der... Den möchte ich schon gern verzaubern. Ja, tatsächlich. Wir haben nicht genug Gold. Wir sind arm. Ah, den auf jeden Fall. Ja, das passt schon so. So. Weil dann müssen wir nicht beim Verzaubern für Sachen, die wir jetzt nicht verkaufen. Falsch, für Sachen, die wir verkaufen würden. Müssen wir das auch noch dazu rechnen. So. Also, theoretisch müsste jetzt das hier eine Million wert sein. Werden wir nie kriegen. Keine Frage, kriegen wir sicher nie. Aber ich probiere es mal. Geht überhaupt eine Million? Tatsächlich, würde ich echt gehen. Ich probiere es tatsächlich mal mit einer Million. Ah, wird wahrscheinlich viel zu teuer sein. Viel zu teuer. Die Flascherler waren jetzt... Na, den Spiegel brauche ich nicht. Die waren jetzt... Ah, haben wir schon was drin mit 9000. Tatsächlich, probieren wir es mal mit 9100. Die sind... Ja, die sind hoch, das passt. Den Speer möchte ich gerne eigentlich noch behalten. Was mache ich denn da? So. Und hier wollte ich mal probieren, den letzten Preis zu kriegen. Mal schauen. So. Gut, das zu dem. Die Heldentruhe. Falsch. Was, genau. Da kommt die mal rein. Dann brauchen wir das Löteisen. Das war heute, ne? Löteisen, genau. Wir haben keine einzige Notiz noch, fällt mir gerade auf. Das ist super. Hervorragend ist das. Gut. Die können wir verkaufen. Das braucht kein Mensch. Achso, das war jetzt da neutral, oder? Beliebtheit wissen wir nicht. Weil es überhaupt nicht verkauft hat. Überhaupt noch nicht. Okay. Okay. Das wäre was für die Sale-Kiste. Die hier und das da.
Na, das ist schon ein bisschen mehr wert. Das wäre schade drum. Das wäre auch schade drum. Da können wir versuchen, noch andere Preise herauszufinden. Das wäre auch schon hoch. Jo. Das ist halt der Nachteil, wenn man jeden Tag was verkaufen muss, eigentlich, ne? Dann sind halt die Sachen gleich mal neutral. Und dann tut man sich schwer mit dem Verkaufen. Oh, da habe ich was gesehen. Wie schaut es mit der Flüssigkeit hier aus? Die wäre auch hoch. Mann, die war hier jetzt irgendwo. Da. Passt. Für die Sale-Kiste war das hier und die Glaslinse. Und hier wollte ich den Preis rausfinden. Alles klar. So, hier mal. Zack. Zack, zack. Würde ich sagen 3000, 8000 wissen wir eh noch nicht. 3000 wissen wir auch nicht. Das ist aber alles so, so neutral, der Preis. Ist wurscht. Ist wurscht. Dann würde ich sagen, hier ein Tränklein. Ich würde auch sagen, hier nochmal ein 100er mehr. Und hier ein Tränklein. Ich glaube, da haben wir eh das Maximalste, was geht. Das, das, das und das. So, 2,4, 3000, ich würde sagen mal 2,5. Ja, da würde ich sagen 550, hoppala. 3, 5, ich würde sagen 4. 3, 5 ist ein guter Preis. Ich würde sagen 3 Dings. Gehen wir ein bisschen billiger her, weil dann haben wir den einen Preis auch schon. Und hier würde ich sagen, machen wir die Flüssigkeit. 3000, ich glaube, das ist gut. Ich habe jetzt irgendwo, warte, ich habe jetzt irgendwas hergegeben, was ist, ah, das steht Eisen da. Bin ich doof, Entschuldigung. Das ist die Gier, ich sehe nur Geld. Ich sehe immer nur Geld. So, hier machen wir 5000. Schauen wir, ob das funktioniert. Und wir öffnen den Laden. Servus. Bitteschön. Die Firma dankt. 80.000 für 5 Löteisen. Servus. So, mal schauen, wie die Geschäfte laufen. Laufen, laufen. So, kaufen Sie uns leer, bitte. Dafür sind unsere Waren hier. Ja, da wird auch schon gestöbert. Ich vermute, das ist zu teuer. Ja, da ist sie grantig direkt. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht, dass sie grantig ist. Ja, ui, da haben wir es viel zu billig hergegeben. 5000 ist viel zu billig gewesen für das Drum. Ich habe es eh gedacht, aber... Aber so ist. Jetzt haben wir schon mal den billigsten Preis. Das ist gut. Aha. Die Million ist zu teuer, echt? War das die gemeint? Echt? Dann probieren wir es. So. Aber immerhin schon nicht grantig. Das ist ja schon mal was. Ui, da ist jemand böse. Der ist richtig sauer. Das wollte ich nicht. So, ein Tränklein. Dankeschön. Mal schauen. Na, immer noch zu teuer. Okay. Da müssen wir, ich muss da echt aufpassen, dass sie hier nicht zu viel hergibt. Jawohl, da freut sich wer. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke, Dankeschön. Super, super, super. Boah,
Da gehen unsere Sachen weg jetzt, ne? Ha, ein Auftrag. Hallo. Konservierte Wurzel. Ich würde sagen, ja, die nehmen wir an. Dankeschön. So, da nehmen wir das da. Und hier rüben nehmen wir den großen Trank. Das schaut besser aus. Das ist richtig schön Heldenset hier, ne? Okay, wir auch hier wieder ein Trankerl. Da unten wird sich eins wieder machen. Da unten jeweils. So viel wie gestern werden wir heute wahrscheinlich nicht verdienen. Fürchte ich, außer wir verkaufen erfolgreich unsere Waffe da oben. Die sind immer noch sauer. Dankeschön. Also die Tränke sind echt ein Renner, muss man sagen. Danke, 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 danke. Die Flüssigkeit haben wir viel zu billig hergegeben. Ich glaube, war das Absicht? Okay, die Waffe ist immer noch zu teuer. So. Irgendwann kriegen wir das schon hin. Der ist immer noch sauer. Alter, ich kann das doch nicht herschenken. Können schon, aber wollen nicht. Halt! Boah, jetzt habe ich versäumt. Ach, das habe ich versäumt, weil mit der eine Kunde da im Weg gestanden ist. Da bin ich vorbeigelassen. Ah! Was hat er denn gestohlen? Werden wir gleich sehen. Oje, da habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Das war nicht gescheit, ganz und gar nicht. Das war nicht gescheit. Jetzt muss ich besser aufpassen. Ich glaube, sie ist der Dieb, oder? Na, weil es neutral ist, deshalb. Jetzt halt ich. Noch ein Dieb. Alter. Könnt ihr einen nicht mit Ruhe lassen hier? Jetzt ist die da auch sauer deswegen. So vielleicht. Immer noch böse. Alter. Du sollst das einkaufen. Nein, warte, ich bin schon da. So, du Dieb. Ich seh dich. Ah. So, noch jemand. Noch ein Dieb. Alter. So. Den haben wir verprügelt. Da ist noch ein Dieb. Ah, Alter, jetzt hole ich nicht den vorbei, ne? Ist so richtig typisch. Was denn? So. Komm, kauf mal. Immer noch zu teuer. Die Leute sind aber auch knausrig. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ich glaube, der hat mir sogar jetzt einen wertvollen Trank gestohlen, der Arschdieb da. Echt fürchterlich. Dankeschön. Dankeschön. Das ist immer noch zu teuer. Wenigstens sind sie nicht böse mehr. Das ist eh schon was. Immer noch zu teuer. Jetzt hör auf. Ist eh schon geschenkt. Oh, ja, ja, ja. Hab ich. Du Schuft. Noch einer. Alter, wie viel? Sicher, klaut's denn alles zusammen. Habt ihr recht? Brauche ich eh nicht mehr. Unfassbar. So. Puh. Ja, ich hab's zu teuer gegeben. Entschuldigung. So, jetzt müsste passen. Alter Schwede. Voll Arbeit hier. Und vorbei ist es. Ich hoffe, der schaut nochmal die Waffe an. Ja? Komm schon, nimm sie mit. Die ist doch schön. Mann, die Leute, ey. Ist jetzt eh schon geschenkt. Bam, 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 bam.
dann lasst es halt gut sein. Was, der Billgeld haben wir eh verdient. Zwar keine Millionchen mehr, aber ein bisschen was. So. Also. 7 Diebe, davon haben wir einen, glaube ich, nicht erwischt. Der hat tatsächlich Tränke gestohlen, aber nur den mittleren. Also nicht den ganz teuren, da haben wir noch Glück im Unglück gehabt. Aber immerhin starke 700.000. 736.395. Ich kann's nicht. So. Fisch. Gut. Nächster Auftrag haben wir nämlich auch schon den Nährboden. Das heißt, wir müssen wieder in den Tech-Dungeon zurück. Elektropostnotiz brauchen wir. Und zwar einen Haufen. 10 Stück. Das ist jetzt echt ein bisschen doof, weil. Wir haben jetzt quasi einen Tag und eine Nacht vergeudet. Das geht sich wahrscheinlich gar nicht mehr aus. Puh. Na gut. Wir marschieren mal. So. Zurück in den Tech-Tanschen. Und schauen uns hier mal ein bisschen um. Ich darf nur nicht vergessen, den Part zu beenden, weil es ist schon ein bisschen spät. Spät. Wir könnten den Part aber auch ein bisschen kürzen, weil es, ja, machen wir, ist das, glaube ich, besser. Dann können wir hier frisch, fröhlich im nächsten Part weitermachen. Das ist, glaube ich, besser. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich schon von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!